So, Hallöchen, ich bin's wieder, Solaris, mit der zweiten Ausgabe Solaris Historic Decks. Wir sind ja im Zuge der bald stattfindenden Arena Open so ein bisschen mehr auf Historic fokussiert. Standard, muss man auch sagen, macht jetzt gerade nicht so unendlich viel Spaß. Und deshalb möchte ich euch einfach ein paar Historic Decks in einer Best of One Queue mal so ein bisschen vorstellen. Wir hatten beim letzten Mal die Goblins gesehen und wir machen diesmal mit dem Tribal weiter. Und zwar nehmen wir diesmal Spirits mit. Spirits sind so ein bisschen transformiert. Es gab mal ein Pionierdeck, ein relativ gutes Pionierdeck. Das habe ich auch in Brüssel gespielt mit den Spirits. Viele dieser Karten sind einfach übernommen worden. Rattle Chains, Supreme Phantom, Imperial Eagle, Brazen Borrower, Nebelgast Herald, manchmal auch Spectral Sailor. Aber dann gab es noch ein paar andere Karten, die man dann gespielt hat. Wir haben jetzt in Historic leider nicht so viele gute One-Drops. Es fehlt zum Beispiel der Mausoleum Wanderer, der die Spirits noch ein bisschen besser und tempoorientierter machen lässt. Aber insgesamt trotzdem ein tolles Deck, ein tolles Tempo-Tribal-Deck. Viele gute tempoorientierte Kreaturen mit Flash. Ich mag den Flash-Gameplan. Rattle Chains hat Flash, Spectral Sailor hat Flash. Rattle Chains gibt auch allen Kreaturen Flash. Von Haus aus hat Nebelgast Herald noch Flash und Brazen Borrower haben Flash. Dann spielen wir Lord-Effekte. Supreme Phantom und Empyrean Eagle sind die beiden Lord-Effekte hier für unsere Kreaturen. Lofty Denial als kleiner Counterspell, da unsere Kreaturen alle fliegen, ein sehr, sehr guter Counterspell. Dungeon Geist und Hanged Executioner, so ein bisschen das Kreaturenkontrollpaket. Hiermit können wir Kreaturen exilen, hiermit können wir sie downtappen. Brazen Borrower, so ein bisschen das Mädchen für alles. Kann halt alles Mögliche bouncen. Und ja, natürlich habe ich hier auch ein Sideboard dafür. Ihr bekommt den Streamdecker-Link natürlich auch wieder hier unten in der Description. Wenn ihr weiter Bock auf solchen Content habt, lasst mir doch ein Follow da hier, also ein Abo oder schaut mal auf Twitch vorbei und macht vor allen Dingen den Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen. Ich bin gleich zurück mit den Games. So, da sind wir zurück. Auf in ein neues Abenteuer. Die Spirits werden diesmal ausgeführt. Ja, ich möchte ein Warning. Was soll denn dieses Warning? Wir nehmen das beste Deck mit, was es in Historic gibt. Also von daher. So. Was sich ein Tempo-Deck so wie Spirits natürlich wünscht, ist einfach immer on the play zu sein. Das ist hier wundervoll. Wir haben auch eine tolle Hand. Wir haben drei Untapped-Mana. Wir haben One-Drop, Two-Drop, Three-Drop. Richtig, richtig, richtig Knorke. Keepen wir natürlich. Freue ich mich sehr über die Hand. Theoretisch, wir haben auch schon beide Farben. Also von daher. Das ist alles sehr, sehr gut. Mal schauen, was unser Gegner spielt. Unser Gegner spielt auf jeden Fall schon mal Teferi Hüllen. Das heißt in der Regel nichts Gutes. Temple of Deceit, Turn 1. Okay, Blue Black. Tendenziell sind solche Decks, die blaue und schwarze Mana-Symbole in ihren Farben haben, für uns sehr, sehr gut. So. Nächste Runde machen wir Folgendes. Wir legen jetzt ein bisschen Pressure aufs Board, das muss sein. Und ab nächster Runde können wir uns den Nebelgast Herald offen lassen oder halt eben Lofty Denial. Ich gehe jetzt mal nicht von ultra viel Interaction in den ersten Zügen aus. Okay, Thought Erasure schon durchaus annoying. Bin mal gespannt. Er nimmt hier den Counterspell oder er oder sie nimmt hier den Counterspell und lässt die nächste Karte oben. So, ich spiele Hallowed Fountain. Ich möchte auch untappt, weil ich glaube nicht, dass unsere Life-Totals mattern. Und hier möchte ich vor allen Dingen die Option haben, End of Turn einfach Nebelgast Herald reinzuflashen. Sollte hier irgendwas Böses passieren. Dismal Backwater. Interessant. Noch ein Thought Erasure. Ja gut, dann werde ich jetzt schon den Nebelgast Herald droppen, denke ich. Und dann kann er uns den Shacklegeist nehmen und sieht, dass wir nur unser Lonely Island gezogen haben. No pun intended. So, drittes Thought Erasure wird runtergelegt. Macht ja auch Sinn. Okay, jetzt ist halt die Frage. Spielen wir es safe? Wie wahrscheinlich hat er ein Spiel bei sowas? Er wird schon einen Wrath-Effekt spielen, ne? Von daher gehe ich mal davon aus, dass es vielleicht besser ist, nicht den Lord zu legen. Ah, doch, wir legen den Lord. Die andere Option wäre gewesen, eine Karte zu ziehen. Aber eine Karte ziehen ist halt auch immer sehr slow und er muss jetzt erstmal das vierte Land into Wrath haben. Und ich glaube, das wäre zu vorsichtig an der Stelle gewesen. Von daher glaube ich tatsächlich alles okay. Er zählt hier auch die Damages durch, was für mich so viel bedeutet wie, er hat hier keinen Wrath-Effekt. Ah, okay. Ah, wir haben. Na gut. Wir haben einen Wrath-Effekt. Der war auch relativ vernichtend. Aber gut. Wir sind noch nicht raus.
Dismal Backwater hat ihn jetzt einfach schon zweimal live gegaint. Das ist ja unglaublich. So, wir werden hier End of Turn Rattle Chains reinflashen, wenn wir dürfen. Danke, Arena. Kann natürlich gecountert werden. Kann natürlich in Response einen Removal Spell auf den Shacklegeist spielen. Ich kann mir hier aber natürlich auch nicht erlauben, Rattle Chains nicht zu spielen. Ja, das ist schade. Noch ein Removal Spell. Gut, jetzt sind wir Blanco. Jetzt sind wir Roberto Blanco. Gegner müssen wir jetzt noch... Oh. So ein nerviger Batzen. Tja, was soll ich sagen? Ich werde jetzt End of Turn schon Brazen Borrower hardcasten. Ich glaube, es hat nicht viel Zweck, hier den Teferi nochmal zu bouncen. Er kann natürlich Teferi einfach easy auf... Peoples! Teferi einfach den Brazen Borrower austimen lassen. Okay, Draw Discard einfach so für den Geschmack. Okay, Peer into Abyss Combo. Teferi lootet sich so schnell durchs Deck, ne? Das ist echt verrückt. The focused and disciplined. Intention. I have just the trick for this. Oh, okay. Okay. Also, hier wäre es natürlich toll gewesen, im Angesicht von Extinction Event, nicht noch eine Karte mit ungerade Converted Mana Cost zu ziehen, aber es spielt, glaube ich, keine Rolle mehr. Ich glaube, wir verlieren das Spiel. Sehr schade. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir eine sehr gute Hand haben. Gegner hat aber passend an der mit der Doppel-Disruption-Hand und dem einen Wrath-Effekt dann alles gezogen, was er benötigt hat. Und ja, wir sind jetzt einfach kaputt. Teferi macht jetzt sein Ultimate, was wir nicht verhindern können. 9, 10, 11. Und dann brauchen wir an dieser Stelle auch nicht mehr weiterzuspielen. Schade, 0-1 Start mit den Spirits. Hatte ich mir ein bisschen mehr von erhofft. Aber gut, mal schauen, was gleich in Runde 2 passiert. So, startfrei zur Runde 2. Wir haben gerade gegen, ich würde sagen, Blue-Black Control ziemlich auf die Mütze gekriegt. Das versuchen wir jetzt natürlich wegzumachen. Das ist ein Keep. Ich habe kurz gedacht, das Cast Adventures ist ein blauer Spell, aber dadurch, dass das ein Land ist, ist es ein Keep. Wundervoll wäre hier ein Island gewesen, damit wir Turn 1 mit Spectre Sailor anfangen können. Haben wir leider nicht. Ist aber trotzdem ein Keep. Denke, das ist indiskutabel. Wir haben super viel Interaction, wir haben Early Tempo, wir haben Nebelgast Herald, also gegen Elfen. Okay. Ja, gegen Elfen könnte es ein bisschen langsam sein, ne? Gerade on the draw. Das Tapped Land hier tut nicht gut. Und da würde ich mir... Ich meine, Nebelgast Herald macht halt eine Menge in tempo-orientierten Matchups, ne? Also diese Karte ist einfach wirklich so stark. Das ist Wahnsinn. So, Gegner überlegt ein bisschen, der Giulio Stussi. Lanova Elves. Noch ein Lanova Elf, okay. Und jetzt noch ein Two-Drop. Viel zu gut, Leute. Ein Mana Acceleration. Viel zu gut. Okay, wir spielen also gegen ein weiteres Tribal Deck. Spannend, was alles enabled wurde. Ne? Also wir haben jetzt gesehen, Goblins sind viable, Spirits sind hoffentlich viable, werden wir gleich gucken. Und Elves sind auf jeden Fall auch viable. Fauna Shaman, ja, okay. Da ist das dritte Land, aber nicht so, wie ich es gerne hätte. Tja, Temple of Enlightenment. Und dann versuchen irgendwie mit Nebelgast, Herald und Rattle Chains irgendwie später was zu tun. Ja, Land, das wäre doch mal eine Karte gewesen.
Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich immer versuchen, gerade die schlimme Kreatur, die der Fauna-Shaman raussucht, irgendwie dann versuchen zu tappen oder so. Kann mir hier aber auch gut vorstellen, dass Craterhoof Behemoth im Deck ist. Das hatten wir ja bei den Gobbos gesehen, als wir gegen dieses Token-Luka-Deck verloren haben, als dann plötzlich Craterhoof Behemoth auf dem Tisch lag. Ja, das ist hier natürlich krass, ne? Also, Tap, Discard, hat jetzt vier Länder zur Verfügung, um sich ein. Also. Ist einfach ein sehr, sehr guter Start. Zwei Llanowar-Elfen und Fauna Shaman Turn. Jetzt, wir sind gerade erst Turn 3. Also, wir haben bisher zwei Tapped Lands gelegt. Unser Gegner hat schon ein bisschen mehr gemacht. Galta, okay. Avish Clan Caller, ja. Er ist schon bei 2, 4, 7, 8. Der kostet jetzt schon nur noch 4 Mana. Oh. Der kostet jetzt schon nur noch 4 Mana. Okay, also ich würde sagen, wir greifen natürlich an. Jetzt könnte man überlegen, ob man in der Upkeep den Nebel. Naja, jetzt nicht mehr, aber. Ja, Galter wird natürlich resolven. Was auch okay ist. Galter wird in nächster Zeit erstmal nicht angreifen. Auch nicht so wahrscheinlich, dass die letzte Karte Great Henge ist. Oh. Strong Alliance. Aber gut, ganz ehrlich, Great Henge bouncen und Rattle Chains spielen. So. Müssen wir Great Henge jetzt überhaupt schon bouncen? Maybe. Kostet halt auch nur 2 Mana, ne? Die ersetzt sich also im Prinzip selbst. Können wir auch machen. Können wir auch später noch machen. Leider ist das Problem an der Great Henge, dass sie Life gained. Dwinnen's Elite. Tja. Pettiseften wir doch einfach mal die Great Henge, damit zumindest keine neuen Karten in Umlauf kommen. Hätte ich vielleicht doch schon vorher machen müssen. Hat er 2 Life extra gegaint. Das war schon ein bisschen ein Missplay, muss man sagen. Oh, und jetzt habe ich tatsächlich vergessen, Rattle Chains zu aktivieren. Naja, dann werde ich jetzt mal Galter bouncen. Das war noch ein etwas größeres Missplay, by the way. So, Freunde. Also, wir hauen für 3. Aber ich glaube, wir sind einfach schon tot. Rattle Chains. Char Block, Block. 2, 4. 7, 10, 13, ja. Das war ein Missplay. Nichtsdestotrotz. Interesting. Ah, Galter kostet ja auch nur noch 2 Mana, ne? Das kann man ja auch schon gar nicht mehr verhindern. Na gut. Dieses. Ungleiche Llanowar-Elves. Finde ich nicht gut. Übrigens ein Einmana 4-4er, der eine Karte zieht. Wie ist das eigentlich? Ist das vom Power-Level her okay? Weiß ich gar nicht. Ja, das fühlt sich leider nicht gewinnbar an. Selbst wenn ich hier.
den Rattle Chains gespielt hätte in Beginning of Combat, hätte es, glaube ich, nicht gereicht. Also. Kein Lord Effect. Wir bräuchten halt sowas wirklich wie Bounce jede Karte oder so. Und ja, das ist einfach nicht drin hier. Das ist eine schöne Combo. Das mag ich alles. Nebelgast Herald gibt Rattle, also Rattle Chains hat Flash. Wir tappen was. Wir geben jetzt diesen Karten Flash, weil Rattle Chains sagt, wir können Spirit spielen, als hätten sie Flash. Ist alles schön und gut. Aber gewinnen tut es einfach nicht. Also. Kann jetzt sogar überlegen, ob er die Kreaturenkarte abschmeißt. Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Hat natürlich auch noch eine Kreaturenkarte gezogen, nämlich Imperious Perfect. Okay. Gucken, was er sich raussucht hier. Crater of Beam. Gott. Wir sind so Sternenstaub. Ich weiß nicht, ob ich wissen möchte, wie viel Damage das gleich wird, aber ich glaube, wir machen das gleich einfach. Wir attacken gleich und geben unserem Gegner die, die Genugtuung. Ja, das ist doch wundervoll hier. Geben unserem Gegner gleich mal die Genugtuung, das Crater of Behemoth zu resolven. Und dann sagen wir mal jetzt, feel free. Zeig mir, wie viel Damage du machen kannst. Julius Dushi, zeig mir, wie viel Damage du machen kannst. Spiel das Crater of Behemoth. Du hast die Möglichkeit, du hast 9620 Mana. Ja, und wie viel Damage ist das? Ja. Ja. Gut, bisher sind es nur 39, 52, 66, 78, 90, 104, 118, 131, 144 Damage. Also nach meiner Rechnung müsste ich auf minus 135 gehen. Oh nein, er spielt um Settle the Wreckage rum. Ah, das ist schade. Ich hätte gern so viel Damage gekriegt. Kann ich denn jetzt noch... Naja, ich bin so oder so tot. Och man, ich wollte euch die minus 135 Damage zeigen und dann geht das noch nicht, weil dann greift der nur für Casual 42 an und ich gehe auf minus 33. Ach, naja, gut, okay. So, Spirits 02, startfrei zur Runde 3. Jetzt aber richtig. Jetzt aber richtig, Leute. Jetzt hauen wir einen raus. Oh Gott. So, Runde 3. Wir warten immer noch auf unseren ersten Sieg mit Spirits. Mal gucken. Opponent goes first, aber... Naja, das kann man nicht mulligen, ne? Wir haben zwei gute 2-Drops, einen guten 3-Drop, einen Counterspell. Ja, das ist halt einfach immer ein Keep, oder? Klar, ich meine, wenn du solche Hände mulligst, dann weiß ich nicht, was man halten soll. Wir haben ja nur einen guten 1-Drop quasi. Das heißt, man kann nicht darauf setzen, dass man immer den 1-Drop in der Hand hat. Das heißt, das ist ein klarer Keep hier. Und außerdem hat man irgendwie sowas wie 2-Drop, 3-Drop, möglicherweise 2-Drop und Lofty Denial ab. Oh, Elf Shaman again. Was macht der nochmal? Allosaurus can't be countered. Green Creature Spells can't be countered. Gut, dann habe ich doch keinen Counterspell, weil er Turn 1 Allosaurus Shepherd gelegt hat. Dann kann ich die Karte ja schon mal vergessen. Wait, what? Okay, also ich dachte, Spirit sei gut, aber das wirkt ja einfach total underpowered, was wir hier machen. Dass wir hier nur Lands ziehen, hilft der Sache auch nicht weiter. Aber ich meine, der Hanged Executioner hat immerhin schon mal ein bisschen was. Gucken, ob wir die Attacks gestymied haben. Warte mal, passiert hier mit irgendwas? Kann er nicht. Muss ich easy den doppelblocken und den single blocken, oder? Wenn der stirbt, das wäre doch super.
Nee, er hat auch noch Heroic Intervention, okay. Ja, leider war ich nicht schnell genug, um die Clan-Caller zu unterbrechen. Die machen jetzt einfach das Übrige, nehme ich an. Okay. Also der macht mich gerade ein bisschen, der macht mich gerade ein bisschen verrückt mit seinen Attacks. Das kostet ja. Ja, okay, dann ist es halt auch einfach. Das kostet ohne zu tappen, das. Each of you control has base power and toughness 5-5. Ja, dann spielt es auch keine Rolle, wie wir hier weiterspielen. Aber immerhin haben wir noch einen Counterspell gezogen. Ja, gut, das war doch ein. Das war ein kurzes Intermezzo mit den Spirits. Spirits von mir schlussendlich, glaube ich. Ja, was soll ich sagen? Spirits kriegt von mir, glaube ich, eine 3 von 10 im Historic Power Ranking. Ich glaube, die Goblins sind wesentlich stärker. Wie gesagt, das mag jetzt auch alles noch so ein bisschen. Das ist natürlich jetzt wenig Sample Size, die ich gemacht habe. Aber es gibt ja immer so ein kleines Bauchgefühl, ne? Also es gibt immer so ein kleines Bauchgefühl. Und so, jetzt haben wir das auch geschafft. Claim Prices, nichts, danke. Oh, oder? Ah, vielleicht auch ein bisschen was. Die Spirits. So. Wie gesagt, es gibt immer so ein bisschen so ein Bauchgefühl. Ich habe das Gefühl, das sieht schön aus, was hier passiert, aber das ist einfach nicht powerful genug. Es mag Matchups geben, wo Spirits einfach sehr, sehr gut sind. Zum Beispiel gegen Field Decks oder gegen Combo Decks, weil man einfach eine Clock hinlegt und ein bisschen Disruption hat in Form von Brazen Borrower und eben Lofty Denial. Aber gegen das, was wir jetzt gesehen haben, gegen Low to the Ground Kreaturen Decks, wie beispielsweise das Elfendeck, sieht das Deck einfach richtig horrendous aus. Also da. Und wenn jetzt einfach viel diese Goblins und Elfendecks und so gespielt werden, glaube ich, ist Spirits kein guter Deal. Also von daher, Historic Spirits kriegen von mir eine 3 von 10. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Historic Deck. Wie gesagt, nicht vergessen, like and subscribe, macht den Daumen hoch, gibt mir hier, schenkt mir hier ein Abo auf YouTube, falls euch das gefällt, und schaut auch mal auf Twitch vorbei. Wir sehen uns bald wieder zu neuem Historic Content. Macht's gut, tschüss.